Taschen, Leute, herzlich willkommen. Ja, die Kacke ist wieder am Dampfen bei mir. Ihr seht, ich habe nicht besonders gut geschlafen. Und woran liegt das? Das kann ich euch erzählen. Es geht heute um Waschmaschinen. Ja, und was eine Waschmaschine damit zu tun hat, dass ich so aussehe, wie ich aussehe, kann ich euch auch erklären. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Denn bei mir zu Hause ist die Waschmaschine kaputt gegangen. Nach 10 Jahren ungefähr war das Ding RIP. Das ist okay, ja, passiert, kommt vor, damit rechnet man. Jetzt hatte ich Glück im Unglück, denn bei einer Bekannten, da gab es noch eine Waschmaschine abzuholen, die nicht mehr gebraucht wurde. Ja. Also ich mit meiner Frau hingefahren, um diese Waschmaschine abzuholen. Und da fingen dann die Probleme an. Das Badezimmer, in dem diese Waschmaschine stand, das war relativ klein. Ja. Also für dicke Menschen wie mich war das schon ziemlich schwer, da durch die Tür zu kommen. War tatsächlich sehr, sehr klein, aber das Schlimmste daran war, dass in dieser Eigentumswohnung die Handwerker, ich weiß nicht, ob das Schildbürger waren oder einfach nur geistig Beminderte, die haben das so geil geplant, dass sie diese Waschmaschine reingebaut haben und danach das Waschbecken montiert haben. Und das verfickte Waschbecken ragte in die Tür rein. Ja? Also wenn ihr euch das vorstellt, das hier ist die Tür, dann ist das Waschbecken im Türbereich drinne gewesen, sodass man die Waschmaschine nicht mehr aus dem Bad rausbekommen hat. Ha? Ich war schon kurz davor, mit dem Hammer das scheiß Waschbecken von der Wand zu schlagen. Aber wir sind dann doch zur friedlichen Lösung übergegangen und haben die Waschmaschine so auf Kinnhöhe hochgehoben, über das Waschbecken durch die enge Tür buxiert, um dann aus diesem Badezimmer zu entkommen. Liebe Handwerker, wie bescheuert kann man denn sein, um ein Gerät zu installieren, was so groß ist, dass es da nicht mehr rauskommt. Seid ihr bescheuert? Eine Waschmaschine, das ist keine Erfindung der Neuzeit, sondern die Dinger gibt es jetzt schon eine Weile. Und während sich alle technischen Geräte ja, verkleinern, leichter werden, besser werden, ist das bei Waschmaschinen scheinbar nicht möglich. Diese Scheißteile wiegen immer noch 100 Kilo. Weil da diese Kack-Betonplatte drin ist, die verhindert, dass da beim Schleudern irgendwie alles durch die Gegend ballert. Ey, sag mal, gibt's da nicht mal irgendwie eine andere Möglichkeit? Ist es zu schwer? Geht das physikalisch nicht? Ist das sowas wie die Überwindung der Lichtgeschwindigkeit? Ich raff das nicht ab. Ja, ich meine, wir haben mal angefangen mit einem Ghetto-Blaster oder mit einem Schallplattenspieler vorher, ja. Dann hatten wir einen Walkman, einen Discman und jetzt haben wir so eine kleine Dinger, wo Musik abgespielt wird. Aber eine Waschmaschine! Da hängt immer noch so ein scheiß Betonklotz hinten drin. Ja? Euch ist bewusst, ja, liebe Techniker, Ingenieure, dass Waschmaschinen transportiert werden. Ich wette, ihr habt die auch schon mal transportiert. Aber nicht nur, dass die Scheißdinger so kacke schwer sind. Nein! Glaubt ihr, es gibt irgendwo vernünftige Griffe, um eine Waschmaschine zu tragen? Ist euch das schon mal aufgefallen? Eine Waschmaschine, es gibt keinen Punkt, wo du die anheben kannst. Überall sind scharfe Kanten, Metallkanten, hartes Plastik. Alter, ihr wisst, dass die Dinger scheiße schwer sind. Ist es so schwer, da irgendwo ein paar Haltegriffe anzubauen, damit man die Kacke transportieren kann? Nein, da muss man sich irgendwelche ausgeklügelten technischen Schnickschnack-Sachen im Internet suchen, damit man irgendwo irgendwelche Hebel anbringt. Das ist doch nicht zu viel verlangt, verdammte Scheiße. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt also keine Griffe für ein superschweres Scheißgerät. Koffer. Ja? Koffer sind den Leuten zu schwer gewesen. Deshalb wurden Rollkoffer entwickelt. Mit Rollen dran. Warum geht sowas für eine Waschmaschine nicht? Alter, wenn ich eine Waschmaschine von A nach B trage, brauche ich immer eine Sackkarre, die bis 200 Kilogramm geeicht ist, um eure Scheiße von A nach B zu transportieren. Ey, keine Haltegriffe. Wieso gibt es keine Rollen? Und wieso ist da immer noch diese scheiß Betonplatte drin? Mein Rücken tut mir weh, weil ich einfach mal nicht... Es war ein Albtraum. Ja? Und hier, so sehe ich jetzt aus. Ja gut, liegt nicht alles daran, dass ich eine Waschmaschine transportiert habe. Aber muss das sein? Ja, ist doch kacke. Also setzt euch auf eure gottverdammten Wissenschaftler-Ärsche und macht irgendwas. Ist mir egal. Elektromagnetische Felder oder Erdanziehungskraft gepaart mit, was weiß ich, faradäischem Dunkelkäfig. Ist mir egal. Hauptsache, die scheiß Dinger sind entweder leichter oder haben Haltegriffe und verdammt nochmal Rollen, damit man sie irgendwie nicht tragen, nicht heben muss, sondern dass man die einfach rollen kann. Verstehe ich nicht. Was ist daran so schwer? Ja? Keine Ahnung. Also, ich muss es loswerden.
für heute Schluss. Tschüss, bis nächstes Mal, wenn es euch gefallen hat.